Skigeschichte rund um den aber Ende des 19. Jahrhunderts sind im Bayerischen Wald Jäger, Forstleute und Grenzer die Pioniere des Skilaufs. Ski aus Fassdamm, Bayerischer Wald um 1880. Fridtjof Nansens spannender Reisebericht auf Schneeschuhen durch Grönland löst in den 1890er Jahren in Mitteleuropa ein Skifieber aus. Habt ihr es gesehen? Schaut's nur hin, wie sie sitzt. Lang mit Ski, Keichentanz, Schwitzentanz, Bums am Harsch sitzen Tanz. Heute geht's in der Freizeit um den Reiz des Alten. Skinostalgiker und die Kunst der kantenlosen Kurve. Und Meilensteine der Skigeschichte. Vom Vorderstrammer über Lettnerkante bis zur schicken Pudelmütze. Alles dabei. Also normalerweise, wenn man zum Skifahren geht, dann schaut man ja, dass man eine richtig gute Ausrüstung hat. Also die neuesten Ski vielleicht, so ein schöner Cover. Und natürlich einen Skischuh, einen guten, so einen warmen, schönen Skischuh, damit die Füße nicht kalt werden. Und natürlich auch von der Ausrüstung her modisch ganz weit vorn. Ja, das ist doch das, worauf man schaut, wenn man geht, normalerweise. Ja, aber was ist schon normal? Deswegen machen wir das heute genau andersrum. Also ich brauche einen ganz alten Ski. Also einen ganz alten. Dann brauche ich einen Skischuh, wo ich bestimmt drin friere. Und dann eine Skitechnik. Wobei ich weiß überhaupt nicht, ob man dazu Technik dann schon sagen kann. Weil wenn ich dann alles beieinander habe, dann fahre ich nur beim Skirennen mit, wo ich auch nicht gewinnen will. Das wäre der Sendung werden heute. He? Schauen wir mal. Ja, das wird eine. Und zwar eine ganz schöne. Deshalb bin ich erst einmal zum Sebastian Springer gefahren. Genauer gesagt zum Keller seines Elternhauses in Wallgau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Der Sebastian und seine Freundin Julia sind nämlich Skiliebhaber der besonderen Art. Sie haben sich dort ein kleines, nostalgisches Skidepot eingerichtet. Ha, und was Neues gibt. Das sind richtig alte Ski oder sind das neue auf alt gemacht? Nein, das sind alles alte Ski. Genauso wie sie früher gefahren worden sind. Vor 50, 60, 70 Jahren. Das sind nicht wenig. Nein, es sind jetzt ein paar zusammengekommen, zwei Jahre. Wo kommt sowas her, wenn es dann zusammenkommt? Ein Teil ist übers Internet organisiert worden. Und einen großen Teil haben wir jetzt eigentlich über Dachbodenfund, alles Mögliche an Zubehör, alte Bindungen und sogar niegelnagelneue Ski haben wir gefunden. Niegelnagelneue alte Ski. Ja. Weil die, das gibt's ja nicht. He. Die sind ja noch nicht einmal verschraubt. Ja, keine Bindung gesehen, der hat noch keinen Schnee gesehen. Und Kanten hat er auch noch nicht gesehen. Ja. Ne? Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja genau das, was ich brauche wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Ausrüstung. Holzski nicht verleimt. Das sind's alle, ja. Aus Ohrenbrettel gefertigt. Ohne Stahlkanten. Hammer. Der ist zum Beispiel sofort ohne Stahlkante. Ohne Belaglack. Ja, ohne Belaglack haben wir auch. Das ist blanke Holz eigentlich, das was war, oder? Genau. Irgendwann hat man dann einen Lack drauf gemacht. Ja, weil er einfach besser gelaufen ist, der Lack. Also sie haben dann angefangen, dass sie nicht mehr wachsen müssen. Versteh schon. Dann Backenbindung. Mhm, Backenbindung haben sie auch alle. Das vordere Ding quasi. Das vordere Teil, ja. Dann haben wir Vorder- oder Hinterstrammer ohne Fersenfixierung. Auwe. Vorderstrammer haben wir, die Bindung von vorne. Okay, und der Hinterstrammer? Und der Hinterstrammer strammt da quasi die Bindung dann von hinten. Ach, das ist. Der drückt dann von hinten. Okay, das hätten wir ohne Fersenfixierung. Ja, das ist jetzt ein Problem. Aber da werden wir da einfach einen Ski bauen müssen.
Ah, ja, klar, das ist ja im Skiverleih, gell? Ja, man muss auch seine Kunden eigentlich kennen. Ja, ist klar. Ein Schnürschuh brauche ich. Ja, Schnürschuh haben wir auch einige da. Hauptsache, dass sie kalt sind. Ja, die werden kalt werden. Ja, mein Gott, lieber Heiland. Ich sehe schon, komm mal. Ich habe früher als Kind, ich habe ja so Niederschuh gehabt, immer gefahren. Ja. Immer gefahren. Wird nicht anders werden. Und du lebst halt von sowas. Ja. Oder? Kann man davon leben? Nein, leben tut man davon nicht. Ich bin ganz normal in einem Ingenieurbüro in Innsbruck. Das ist nur ein Spaß. Versteh schon. Okay, also ich sehe schon, der ist klar. Ja, dann probieren wir gleich mal den nächsten Griss an. So, den da. Gut. Gottes Willen. Den Schuchlöffel haben wir leider keinen da. Wenn du mit den Alten redest, dann sagen sie, tu da vorne einen Schuhlöffel rein und hast ein bisschen einen besseren Halt im Schuh. Du kennst die eigentlich auch aus damit, oder? Ja, ich fahr's halt und red ab und zu mal mit den alten Leuten. Das schon? Ja, musst, weil so einen alten Stil, das kann ja keiner mit dem Skilehrer, wenn's heute redet. Der kann kein wenig Ski fahren. Ja, richtig. Mit den alten Ski fahrt er keiner mehr. Aber ich schau. Aber da haben wir noch eins, oder? Da haben wir noch eins. Heute bricht man sich das Knie. Früher war's. Ja, wahrscheinlich. Der Knöchel unten, hä? Wahrscheinlich eher der Knöchel, ja. Aber ich meine, wenn du sauber über dem Ski stehst, macht dir das auch nichts aus, dass das eine Woche Schuh ist, oder? Ja, eigentlich stimmt. Eigentlich stimmt's, genau. Ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet es schon, als Ende des 19. Jahrhunderts so langsam das Skilaufen in Deutschland beginnt. Im Bayerischen Wald waren es Förster und Jäger, die sich auf gebogenen Brettern durch die Bäume schoben. Richtig Geschmack am Skilauf finden die Deutschen durch den Abenteuerbericht des Norwegers Fridtjof Nansen auf Schneeschuhen durch Grönland, eine Expedition von 1888. Damals werden die Ski aus einem langen Brett gefertigt. Bergabfahren ohne Stürze ist kaum möglich. Das ändert sich mit stabileren Bindungen. Eine Stahlkante lässt sich der Österreicher Rudolf Lettner Ende der 1920er Jahre patentieren. Ab den 30er Jahren kann kein alpines Skirennen mehr ohne Stahlkante gewonnen werden. Bis in die 1950er Jahre kauft der Breitensportler auch billigere Ski ohne Metallverstärkung. €47,80. Auch noch original, hä? Alles original, ja. Gegen ein kleines Entgelt verkaufen wir die einfach. Wir haben es jetzt einfach mal aufgemacht, dass die Leute, wenn sie zum Skirennen gehen möchten, dass sie ein paar Ski kriegen. Und verlangen können wir eh nichts, weil wenn am Start die Bindung reißt oder wenn sich jemand das Kreuzband abreißt, weil er so fest in der Bindung drin hockt, dann können wir nicht dafür haften. Drum, wir verlangen bloß ein Pfand und Zeit wird dann einfach, was einem das wert war. Also das ist gut. Idealismus. Und das ist mein Ski jetzt quasi, mit Nummer, gell? Ich lade neu. Schauen wir dann noch eine Bindung. Ja. Ich würde sagen, weil es ja fersefrei ist, nehmen wir mal eine von die ursprünglicheren. Schau, da ist ein Lederriemen hinten drauf. Das ist jetzt ein Hinterstrammer. Das ist ein Hinterstrammer, ja, ganz ein ursprünglicher Hinterstrammer, ja, ist das. Das schaut doch gut aus. Genau. Jetzt schauen wir noch, was auf die anderen Ski, wo er ungefähr montiert ist. Dass wir ungefähr gleich bleiben von der Bindungsposition. Den bin ich jetzt schon selber gefahren. Auch schon. Also ich versuche, die meisten von den Ski zu fahren. Wenn sie mal keinen Tiefschnee hat oder so und es halt sonst auch nicht gescheit zum Skifahren geht, dann gehen wir meistens mit den Holzschuhen ein bisschen fahren. Fund ich. Das heißt, du hast Erfahrung. Das heißt, du weißt genau, was ich brauche. Weil Eisstein kann man ja nichts. Also Gewicht, vermessen, Knie, irgendwas. Nix. Wenn es abreißt, das Knie, dann. Ist halt raus, ja. Dann ist halt raus, das Knie. Das ist doch mal ganz beruhigend soweit. Was war denn das für Holz? Meistens haben sie eine Esche genommen, wird heute auch noch hergenommen. Ja. Das war ja auch noch alles handgemacht wahrscheinlich, gell, die Ski? Die sind handgemacht, ja. Okay. Vom Hofbauer in Murnau. Jetzt passen wir mal die Schuhe ein. Mhm. Du kannst die Bindung eigentlich auf und zu machen, wie du magst. Raffiniert, da kannst du die Backen verstellen. Ganz genau. Teilweise haben sie sich die Skischuhe auch noch verstärkt. Mit Sohlenschoner zum Beispiel. Sohlenschoner? Sohlenschoner. Das heißt? Du hast ein bisschen Verstärkung schon gehabt. Die Lederriemen sind auch 60 Jahre alt, oder? Die Lederriemen sind so 60 Jahre alt, ja. Das heißt, also der kann auch noch reißen, wenn es war? Wenn es war, reißt er der auch noch, ja. Also ich habe eine Chance, dass vorher einiges kaputt geht, bevor. Ja, mei, das ist ein altes Zeug. Ja, lieber Riemen von da als.
an die Wand muss man sich das nicht hängen, weil sie sind ja als Sportgeräte gemacht. Und das sollte man sie eigentlich auch verwenden. Und wenn man sieht, das Zeug gibt ja alles. Einmal am Freitag haben alle noch eine gute Spannung beieinander. Mei, wenn er hier ist, dann ist er hier. Schau, ob er der passt. Ja, von der Länge. Schaut gut aus. Kann ich was? Nein, soweit schaut's gut aus. Ah, was soll ich dir noch mitgeben? Was? Ein Werkzeug habe ich noch für dich. Falls du eine Schiene mehr einstellen musst oder die Bindung mehr ausreißt, da war ein Schraubenzieher drauf und ein Bohrarbeiter drauf. Original? Original. Eben Original Dascherl. Für einen Original Schmied. Lass krachen. Dann lass das mal, ja. Ja, mancher lernt's nicht, das vorn mit die Ski. Aber mein Hans, der kann's. Sehr viele probieren's, nur wenig kapieren's. Aber mein Hans, der kann's. Lieber Heiland, ob ich mit den Bredel überhaupt heil runterkomm? Naja, ist eben der nächste Schritt auf dem Weg zum Nostalgie-Skirennen in St. Engelmar. Dort im Bayerischen Wald habe ich mich mit dem Ludwig Jungmeier verabredet. Und das ist ein echter Meister der Nostalgie-Skifahrt. Eigentlich ist er ja Kaminkehrer aus Geiselhöring, aber eben auch Vize-Weltmeister im Nostalgie-Skifahren. Wenn einer wichtige Tipps auf und neben der Piste hat, dann der Ludwig. Aber fesch, der Schmied, hä? Ludwig! Max, hab ich dir. Servus, grüß dich. Gut, schaust du das? Ja, du auch. Das Einzige wäre natürlich bei den Schuhen, da tut man noch keine Maschen drüber oder du hast etwas höher, schon nicht, dass der Schnee fällt. Aber ja. So bist du fest beieinander. Sauberer Janker von früher, klasse. Du bist ja schon viel unterwegs, glaube ich, gell? Ich bin die letzten 25 Jahre Skilehrer in einer Top-Skischule in Ortauern gewesen. Und dann habe ich halt zu Hause vom Großvater die Ski gefunden. Im Jahr 2000 hat es geheißen, in Engelmaß, ich fahre Nostalgie. Und ich habe gesagt, super, bin ich dabei. Dann haben wir ein paar Einheimische getroffen. Und die haben dann gesagt, ja, Burma, super, fährt sie auch mit, toll. Dann musste ich den tollen Tipp geben, wir müssen Kerzenwachs aufhören und Bienenwachs. Und das ganz dick, damit das ganz lang hält, weil es eine ganz lange Abfahrt ist. Und als wir im Jahr 2000 ins Ziel gekommen sind, war gar kein Ziel mehr da. Alpinski fahren kannst du. Ja, das kann ich, ja. Langlaufen. So, ja. Wenn du Langlaufen kannst schon, ist das ein Riesenvorteil für dich. Gemeindewesen. Normalerweise schon. Ja. Technik. Ich bin ja so gespannt, das sage ich dir. So, jetzt gehe ich da mal rein. Drin bin ich schon mal. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. Herzlichen Dank. Zuerst langsam an das Material gewöhnen, empfiehlt der Ludwig. Dann Kurvenfahren probieren. Ja, und dann schauen wir weiter. Ist ein bisschen wie Skilanglauf. Klasse, super. Man muss im Kopf einmal umschalten. Ja, weil man ist hinten nicht fest. Ja, du hast nicht wie sonst immer, wo du einen festen Schalenschuh hast, sondern ja. Du hast auch keine Kanten, das ist das Nächste. Du hast keine taillierten Ski, sondern das musst du alles mit der Muskelkraft selber machen. Man muss sich schon drauf wohnen, gell? Es ist erst einmal Vertrauen finden zu dem Ski und zu der Ausrüstung. Zum Aufgehen war es jetzt mit den Stöcken gut, ja. Aber die Stöcke hat man früher nicht gehabt. Fahren wir einen Stock. Also die Ängstlichen, dann einen Stock zwischen den Füßen. Würde ich aber nicht machen. Du nimmst den Stock her, du stützt dich seitlich ab, ja. Nimmst ihn recht weit unten und jetzt darfst du Rücklage fahren. Also du legst dir einfach ein bisschen. Also ich leg mein Gewicht auf den Stock auf. Auf den Stock auf. Aber ist der auf der Talseite oder auf der Bergseite? Ja. Jetzt nur auf der Bergseite. Ja. Und jetzt, wenn wir einen Schwung nach links machen, dann man links drauf. Das heißt, der äußere Ski fährt nach vorne und nimmt den inneren unbelasteten Ski mit. Und du steuerst ihn da auf der Seite aus. Ich tue jetzt den da rum. Gewicht hinten. Super, jawohl! Wow, und ziehen rum, oder? Laufen lassen, Gewicht auf die untere Seite. Und jetzt geht der Ski zurück. Ja, lieber Heiland, da bin ich schon rum. Laufen lassen. Laufen lassen. Nicht so. Jawohl! Super! Und rum! Und rum!
Gratulation. Gratulation. Herzlichen Dank. Wunderbar. Ha, der Ludwig sein Angeber. Na gut, ist ja auch gelernter Telemark-Skilehrer. Die Ruhe gehört auch ein bisschen zu dem Skifahren dazu, gell? Das sind die Ski von deinem Opa gewesen? Mhm. Die sind bestimmt 40, 50 Jahre lang umeinander gelegen. Und wir haben das Dach saniert und hergerichtet und dann habe ich die am Speicher angefunden. Und ja, der Opa hat sich gefreut, wenn er wisst, was der Bub, was der Enkel mit seinen Ski heute noch macht. Mein Opa hat mir erzählt, er ist einen Tag hinaufgegangen, zu Fuß, dann oben auf der Hütte und am nächsten Tag runtergefahren. Ja. Und die waren allein. Ja, das ist eben die Faszination, wo ich sage, hey, der Opa ist so gefahren und es ist wirklich die Herausforderung. Ja, die Herausforderung. Also, machen wir's. Genau, das Rennen. Muss das wirklich sein? Gut, ist natürlich was ganz was anderes, als so gemütlich und aloha den frisch verschneiten Hang runterzufahren. Aber es soll ja genug Leute geben, die solche Wettkämpfe lieben. Solche Leute wie der Ludwig, die im Sommer Nostalgie-Radrennen machen und sich im Winter mit den alten Ski am Berg unterstürzen. Vielleicht Knochenbrüche riskieren. Da will ich eigentlich gar nicht dran denken. Ja, da stellt sich für mich schon die Frage. Und warum das Ganze? Warum machst du sowas? Weil es einfach so viel Spaß macht. Weil wir das ja nur alle 3 Jahre haben. Ja. Und da freuen wir uns schon drauf. Da suchen wir die alten Sachen raus. Und ich habe das Gefühl, es werden auch immer mehr, die da mitmachen. Das heißt, du fährst beim Rennen auch mit? Natürlich. Das ist schon das Besondere, gell? Das schon. Aber uns geht es da wirklich bloß um den Spaß. Also, auch wenn man dann schon so tut, als hätte man gern den Sieg. Aber es ist einfach auch lustig, wenn es einem schmeißt. Zum Zuschauen, oder? Weil das Zündel drüber. Fahren alle gleichzeitig los? Alle gleichzeitig. Nein! Ja, bei dem Renner fahren alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Und wie kommt man dann auf sowas? Das ist eigentlich ein ganz uralter Stil. Das ist ja, wie praktisch die höhere Gesellschaft gefahren ist. Eher die Studierenden. Die Intellektuellen. Die Intellektuellen, richtig. Das sind auch so gefahren. Und da hat man sich damals schon ein bisschen abgekommen. Genau. Und mit einer schönen Frau nur dazu, dann hat es gepasst. Ja, genau. Und du, ja, mit einer schönen Frau, hallo. Ja. Freilich. Ja, freilich, ja, ganz freilich, genau. Freilich. Du, noch mal wegen dem Rennen. Also, wenn wir zwei an der Engstelle hinkommen, wer ist vorn? Hallo. Also, nach der Engstelle ich. Ich freue mich drauf. Also, fahren wir. Das sind meine Ski. Von meinem Vater noch. Mein Vater, der ist schon mit den Ski gefahren und hat es mir gelernt. Pass auf, ich sag dir eins. Wenn du Skifahren lernen willst, ja, dann fahr mit Ski ohne Kanten und mit niedrigen Schuhen, ja, dann lernst du Skifahren. Das ist was Wahres dran. Warum machst du das heute? Einfach so fahren, wie man früher gefahren ist, das macht den Reiz aus. Ja. Dass man sagt, ich kann das noch, ich beherrsche das noch. Ich fahr noch mit den Füßen und nicht der Skifahrt allein. Ne? Wenn jemand Fragen zur Technik hat, gell? Mich nicht fragen. Her über diese Skisei zusammen eine Gaudi haben. Ja, ist doch schön. Und vielleicht nach der Kurve doch vor ihm sei. Über 100 Jahre alt sind die ersten Skitechniken. Den Telemark-Stil hat sich der Norweger Sondre Norheim um 1870 ausgedacht. In Deutschland wird mit einem Stock gefahren, gern als Alpenlanze bezeichnet. In den 20er Jahren wird der Stemmbogen mit 2 Stöcken immer populärer. Bergauf geht's nur mit eigener Kraft und mit eigenem Proviant. Hütten für Skitouristen gibt es noch nicht.
Das Militär beginnt mit Schulungen von Soldaten auf Skiern. Mit den Liften kommen immer mehr Flachländer auf den Geschmack. Der Skitourismus in den Alpen boomt. Die Skischulen haben Hochkonjunktur. Und der Schneesport wird auch für die Modebranche interessant. Diese Latzhosen sind nun heuer zur ganz großen Mode geworden. Erlaubt ist sie aber nur für ganz schlanke und junge Leute. Meinen Sie nicht auch? Ja, liebe, Nostalgie-Skifahrer, auch ich darf uns sakrisch grüß Gott zum Nostalgie-Skirennen. Jeden Winter gibt's mehrere Nostalgie-Skirennen, in Österreich sogar Weltmeisterschaften. Besonders liebevoll und ursprünglich richten die Engelmaurer alle drei Jahre ihren Wettkampf aus. Irgendwie sind die Ski von den anderen ein bisschen länger als meine. Gut, aber hat ja funktioniert, oder? Auf meinen Sieg! Noch ein paar Informationen zum Ablauf. In St. Engelmar waren ja die ersten Skirennen im Bayerischen Wald. Und diese Tradition wollen wir wieder aufleben lassen. Und deshalb ist also auch die Besonderheit, dass wir mit einem Stecker fahren und nicht mit zwei Skisteckern. Und natürlich legen wir besonders Wert aufs Material. Und das Allerwichtigste ist, dass es keine Fersenfixierung gibt. Wir dürfen alle im Sinne der Fairness bitten, dass wir nicht lang scheißen, sondern dass wir eine schöne Gaudi haben. Auch so, wie sich das für ein nostalgisches Rennen gehört. Schauen wir mal, ob du da die richtige Ausrüstung hast. Also mal, das ist schon mal gut. Keine Stahlkanten. Das ist ein Hinterstrammer. Ist draufgestanden, soll ich haben? Ja, das ist super. Die Bindung ist auch noch ganz neu, obwohl es ein altes Modell ist. Aha. Super. Jetzt kriegst du erst einmal das TÜV. Danke. Ich bin durch quasi, oder? Unten bist du noch lang hin. Der Berg ist lang. Für Schönheit kommt man nicht weiter. Nein. Wenn man extrem schön ist wie ich? Extrem ist auch noch zwingend. Auch noch zwingend? Skifahren muss man gehen. Gut. Die Länge ist halt ein bisschen ein Problem. Wir sind nicht mehr der Linken können. Ne? Ha, normal brauchen wir es liegen. Ja, so war es richtig für dich. Wenn ich so halte, dann geht's ja. Ja, nein, das geht auch. Okay. 178. Das ist ungefähr dann bei Platzierung wahrscheinlich. Aber normal von ohne Handschuhe bei uns geht. Ohne Handschuhe? Ich nehme von ohne Handschuhe. Bei uns ist es heute warmes Wetter nochmal. Wahnsinnig. Da ist ja auch der Ludwig, angereist mit seiner Nostalgie-Skigruppe aus Geiselhöring. Hallo, Diri. Und, ne wisst? Da kannst du mir jetzt immer da. Ich hab dir den großen Vorteil, ihr wisst ja, wie heute gewinnt. Das mache ich heute. Spaß. Mein Schmied, du hast ja keine Ahnung, was da auf dich zukommt. Foto machen, ja, das geht noch. Das Skirennen von anno dazumal. Es sind ja heute 76 Teilnehmer im Feld, die jetzt da gleich am Wasserbunker am Predigtstuhl in die Piste starten. Wir starten in verschiedenen Altersklassen. Wir haben einmal die Kinder- und Jugendklasse, wir haben die Meisterklasse der Damen, die Meisterklasse der Herren, wir haben dann die Meisterklasse der alten Damen und die Meisterklasse der alten Herren. Es wird sehr interessant werden und es verspricht ein großes Spektakel, ein großes Highlight zu werden. Die Strecke ist 2,1 Kilometer lang und wir haben natürlich auch verschiedene Raffinessen in die Strecke mit eingebaut. Wir haben unter anderem gleich dann auf der Bugelwiese den ersten freien Schuss eingebaut. Und dann später auf der Gelwiese eine Doppel-S-Kurve. Ja, wir haben hier heute hunderte, tausende von Zuschauern, die unsere nostalgischen Läufer auf der Strecke anfahren. So, ich habe mich bei der Altersklasse ab 45 Jahren angemeldet. Ja, Genussklasse sozusagen. Da wird die Konkurrenz schon nicht ganz so wild sein, oder? Oder? Los geht's mit den Kindern.
Hier ist der jüngste Teilnehmer gerade mal 7 Jahre alt. Also, wenn die heil runterkommen, heißt das noch gar nichts, Schmidt. Jetzt fahren die Damen los, gell? Das ist, glaube ich, die Meisterklasse Damen. Ja. Die ersten Starter sind auf der Strecke, der Startschuss ist gefallen. So, nach der Meisterklasse der Damen sind die Meister der Herren dran. Und natürlich fährt da der Ludwig mit. Ist ja klar. Die Meisterklasse, ja. Ja, das sind schon wilde, gell? Die da vor über 3000 Zuschauern runterfahren. Am Ende landet der Ludwig wieder vorn. Er wird Zweiter, hinter einem Wirt aus St. Engelmar. Und das ist wichtig. So, und jetzt nur noch die letzte Damengruppe. Es ist soweit. Genussklasse, gell? Da ist der älteste Teilnehmer 73 Jahre alt. Bin ich mich vielleicht hinter ihm? Die sind ja mir. Geht schon los. Bin schon mittendrin. Ist schon passiert. Lauter Wahnsinnige. Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Nichts bremsen. Vollgas. Oder? Oder gemütlich. Ganz ohne Leid. Da war ich auf dem Wald raus jetzt. Ja, grüß Gott. Schön. Die Stille. Oder doch die Gaudi. Ein lieber Heiland. Mei, Nostalgie-Skifahren ist halt so vielfältig. Entscheiden Sie doch einfach selber. Jawohl! Was einer besser gefällt. Was habe ich für Zeit? Habe ich gewonnen? Bin ich vorne?